Jetzt hoffen wir, das wird ein rechter Runner da. Sound tun wir auch rauf, das tun wir auch noch reinbuttern. Und dann, wenn wir echt Geld haben, können wir dann für ein Event auch das Game entwickeln. So, jetzt haben wir 9 Bucks, so viel haben wir noch nie gehabt. Designtechnologie ist da hier tief. Wir müssen schon schauen, warten wir da mal noch schnell. Vielleicht bringt uns da vor allem im Design noch etwas. Technologie, Design. Wir warten noch gescheiter noch ein bisschen. Und hoffen, dass der Grischabock da das Spiel ein bisschen besser zu entwickeln kommt. Oh, jetzt wird das Geld langsam knapp. Also nochmal einen Monat dürfen wir nicht warten. Die Zeit geht extrem schnell durch. Ja, das kriegen wir nicht mehr her. Können wir fertigstellen. Also, Technologie haben wir noch einen Rekord hergekriegt. Wir sind überall noch im Level 1. Nein, Level Design sind wir ins Level 2 gekommen. Sehr schön. Und der Rieserbock selber ist noch knapp im Level 1. Gut, dann wir das Spiel auch veröffentlichen. Ha, Bewertungen sind schon da. Kritiken. Ja, super. Simulationsspiele funktionieren gut auf G64. Macht wenig Spaß. Okay, vom Game Hero. Jetzt. Naja, All Games. Das war nicht so das Wahre gewesen. Jetzt hoffen wir, dass wir ein bisschen Geld machen können. Ja. So. Jetzt können wir hier über die Aktionsmenü Auftragsarbeiten machen. Ja, entscheidend mit Vorsicht, blablabla. Es ist wirklich recht heavy, da etwas rauszukriegen. Da, so etwas da können wir mal schnell probieren. Entwerfen ein paar einfache Hintergrundgrafiken für ein Spiel. Design müssen wir 9 herkriegen und Technologie 5. Wir haben 3 Wochen Zeit. Probieren wir das einmal. Ich habe es am Anfang nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir es gerade. Auftrag erfolgreich. Super. Jawohl. Kund gehört, dass der Auftrag erfolgreich zum Abschluss gebracht worden ist. Auszeichnete Arbeit. Seid ihr Jason News? Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob man da. 74.000. Aber wenn man sich doch einmal schnell. Nein, ist noch heikel. Wir sollen mal einen Spielbericht erstellen. So, man hat schon einen Profit von 6.700. Ist nicht gerade enorm viel, aber für so eine schlechte Kritik kann man es eigentlich noch geben. Gut, was bringt unser Spielbericht? Fantasy Simulation ist eine okay Kombination. Warum habe ich Simulation ausgewählt? Ich depp. Ach man. Spielwelt des anscheinend für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein. Plattformgenre. Übereinstimmung, Simulation G64. Gute. Ja. Ein Riesenerfolg. Aber das Problem ist, wenn wir so ein neues Spiel entwickeln und wir wollen die Plattform wieder nehmen, wenn wir die Lizenzkosten von 80.000 zahlen, damit wir überhaupt könnt ein Spiel machen. Das heisst, wir machen jetzt noch ein Strategiespiel. Und zwar Hacking Strategie auf dem G64. Textbasiert. Schauen wir, ob das ein bisschen Geld einbringt. 77,637
Umsatz, also 77.000 Umsatz haben wir erzielt mit 11.000 verkaufter Einheiten. Also jetzt Hacking-Strategie. Da der eigentlich hier oben, das Gameplay auch. Da muss ein bisschen runter. So. Jetzt beim Ton können wir sich nochmal Geld einsparen. Künstliche Intelligenz können wir ein bisschen runter tun. Level Design muss nicht so hoch sein. Dialog mit Eid so hoch sein. Dann. 3 Bucks bis jetzt. So. Die Töne, da die 5000 muss man sich nicht investieren. Grafisch muss das nicht so ein Renner sein. Spielweltdesign, das ist eigentlich nur textbasierend. Sound muss auch nicht so hoch sein. So. Fertiggestellt ist es. Jetzt noch die Bugs entfernen. Die sind fertig. Er hat uns ein paar Pünktli zu vergeben. 10 und 11. Kono einer. 3, 2, 1. Meins. Super. 11, 11. Perfekt. Fertigstellen. Also, neue Kombination. Jetzt steigen wir überall im Level auf. Level 2. Das ist mal schon gut. Super. Überall Level aufsteigen, außer dem Level Design, wo wir schon Level 2 haben. Spiel veröffentlichen und hoffen auf eine gute Kritik. Wir haben erste Wertung erhalten für unser neues Spiel. Oh, Mist. Sorry. Das heisst immer noch Spiel 4. Ja, Namen können wir nicht mehr abändern. Ja, noch ein bisschen Strategie, textbasiertes Spiel, also wenig aufregend. Naja. Seid Informat Gamer. Erfüllt die Erwartung nicht ganz, aber immerhin ist 5 von Game Hero. Jetzt hab schon besseres gesehen. Da All Games erschienen sind Dieter Bohlen unter den Games. Weiß ja nicht. Sagen wir, was für sie spielt. Jawohl, Spielkonsolen werden bei jüngeren Spielern immer beliebter, während andere auf ältere Zielgruppen ausgerichtet sind. Da immer mehr Entwickler auf den Markt drängen, erwarten wir, dass Entwickler in Zukunft zielgruppenspezifische Spiele anbieten werden, um wirklich erfolgreich zu sein. Zielgruppe. Gut, können wir das gerade mal schnell erforschen. Das kostet 30.000. Und 15 Forschungspunkte. Wir haben 75.000. Vergiss nicht, spezialgefertigte Spiele entschieden zu entwickeln. Ja, das müssen wir nachher auch mal machen, wenn wir so genug Geld einnehmen. Aber ich denke, wird noch knapp bei dem Spiel. Nach dem 7 erfolgt der Testkonsole gehen Gerüchte um, dass auch Vena, ein anderes japanisches Unternehmen, eine eigene Heimkonsole auf den Markt zu bringen, plant. Ja gut. So, Forschung beendet. Du hast die Gruppe erfolgreich erforscht. 52.000. Wenn wir so schauen, wir würden es da. Forschung. Entschieden, 50.000 ist ein bisschen knapp. Was man auch probieren könnte, ist eine Auftragarbeit an Land zu suchen. 3 Wochen installiere Microsoft Boss auf den Computern. Den habe ich nicht geschafft letztes Mal. Ich hoffe jetzt aber gleich, dass wir es herkriegen. Erfolgreich, super. Was haben wir da noch für Auftragsarbeiten? 19.000 oder 4.000 Zahlen. Ja, wir müssen es eigentlich fast riskieren. 2 und 16, 4 Wochen Zeit. Mal probieren.
Warum lassen wir schneller gehen? Wurde vom Markt genommen, 80.000 Umsatz, 11.500 Einheiten verkauft. Heute werden die jüngsten Gerüchte über eine neue Konsole bestätigt und die Master V angekündigt. Das Unternehmen behauptet, dass die Master V der sehr erfolgreichen Tests von Evento technisch überlegen sei und plant die Markteinführung der Konsole in den nächsten kommenden Monaten. Wir sind im Jahr 3, im Monat 3 in der Woche 4.